10 Jahre Jugendjobcenter in Düsseldorf. 2008 wurde es gegründet. Das Ziel, damals wie heute, Jugendliche fit für den Beruf machen. Vor 10 Jahren war die Idee, was können wir eigentlich zum Thema Jugendarbeitslosigkeit machen. Da wurde schon ganz viel gemacht. Wir haben Berater im Jobcenter, wir haben Berater im Jugendamt, wir haben Berufsberater in der Arbeitsagentur. Wir wollten aber den Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen. Der sollte nicht im Förderdschungel verschwinden, der sollte nicht verschiedene Institutionen aufsuchen müssen, sondern wir wollten gerade dem Jugendlichen, wo es meinetwegen auch zu Hause vielleicht im familiären Umfeld Probleme gibt, nicht noch verschiedene Institutionen aufbürden, sondern wir wollten sagen, wir stellen den Jugendlichen in die Mitte und wir regeln im Hintergrund sozusagen die Zuständigkeiten der einzelnen Behörden. Die Bilanz über 10 Jahre Jugendjobcenter, von denen Roland Schüssler 4 begleitet hat, ist durchweg positiv. Also ich bin jetzt seit 4 Jahren in Düsseldorf, habe ähnliche Konstruktionen in anderen Agenturbezirken gemerkt. Diese Zusammenarbeit, wie sie hier ist, habe ich noch an keinem Standort gemerkt. Es reicht eben nicht, ein Konzept zu schreiben, sondern da muss der Wille von allen drei Institutionen da sein, das wirklich gemeinsam machen zu wollen. Und wir haben in den letzten 10 Jahren 5.000 gemeinsame Jugendliche beraten. Ich finde, das ist eine immense Zahl. Und wenn man sich dann vorstellt, dass wir denen Hilfe aus einer Hand anbieten konnten, dann ist das, glaube ich, ein schönes Ergebnis. Im Übergang Schule und Beruf stellt das Jobcenter Düsseldorf ein entscheidendes Bindeglied dar. Ingo Zielonkowski, Leiter des Jobcenters der Landeshauptstadt, unterstreicht die Wichtigkeit der Jugendförderung und Unterstützung. Wir stellen fest, dass 2/3 unserer Kundinnen und Kunden keinen Berufsabschluss haben. Das heißt, eine gute Berufsausbildung ist die beste Absicherung gegen Arbeitslosigkeit und auch gegen Langzeitarbeitslosigkeit. Insofern kommt dem Einstieg ins Berufsleben eine sehr hohe Bedeutung zu, dass wir das Thema präventiv angehen. Wir stellen weiterhin fest, dass in einigen Familien, die auf unsere Leistungen angewiesen sind, das Thema Arbeit ja nicht den Stellenwert hat, den es eigentlich haben müsste. Und das ist sehr schade, wenn Jugendliche in einer solchen Familie dann auch aufwachsen und auch so den Bezug zur Arbeitswelt verlieren. Auch da wollen wir ansetzen, dass wir gerade den Jugendlichen hier bei uns im Jugendjobcenter dann auch die Beratung zukommen lassen, diesen Einstieg ins Berufsleben ja bestmöglich auch hinzubekommen. Die Arbeit des Jobcenters beginnt da, wo die Zielgruppe sitzt, in den Schulen. Und das bereits ab Klasse 8. Wir haben im Arbeitgeberservice alle Ausbildungsstellen, die hier in Düsseldorf gemeldet sind, oder fast alle Ausbildungsstellen, die in Düsseldorf gemeldet sind, und vermitteln den Jugendlichen in eine Ausbildungsstelle. Wenn das alles nicht funktioniert, haben wir ein breites Förderspektrum, wo wir also Jugendliche für eine Berufsausbildung vorbereiten können, wo wir vielleicht auch Alternativen zu einer Berufsausbildung anbieten können, die Jugendlichen erstmal auf den Weg bringen, auch die Anforderungen einer Ausbildung durchzustehen. Die Idee des Jobcenters, Chancengleichheit zu ermöglichen. An diesem Ziel arbeitet auch die Landeshauptstadt Düsseldorf. Also wichtig ist, dass wir in Düsseldorf es erreichen, dass die Jugendarbeitslosigkeit niedrig ist. Jeder Jugendliche, der arbeitslos ist, ist ein Jugendlicher zu viel. Und die Idee des Jugendjobcenters war, dass wir allen Jugendlichen unter einem Dach alle Leistungen anbieten, und zwar unabhängig von Fragen der Zuständigkeit. Also ist es das Jugendamt, ist es das Jobcenter oder ist es die Agentur für Arbeit? Und deswegen haben wir uns vor 10 Jahren auf den Weg gemacht, dieses Jugendjobcenter als gemeinsame Anlauf- und Beratungsstelle zu gründen. Und die Tatsache, dass es uns gelungen ist, in all den Jahren die Jugendarbeitslosigkeit in Düsseldorf niedrig zu halten, spricht dafür, dass dieses Konzept ein voller Erfolg war und dass es mittlerweile auch bundesweit Nachahmer gefunden hat. Das freut uns natürlich, weil letztendlich geht es um die Jugendlichen und die sollen an allen Standorten in Deutschland gute Rahmenbedingungen vorfinden.